Guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend. Und willkommen zu einem neuen Lost Place Video auf unserem Kanal. Ja, wo sind wir heute? Wir sind an einem verlassenen Bauernhof, Schrägstrich Schlachthof, also eine eigene Schlachtanlage. Ja, schauen wir mal rein. Hier haben wir noch einen alten Hänger. Die Reifen sind platt. Aber ich komme da auch leider nicht bis hinten hin. Aber es scheint auch wirklich nur der Hänger zu sein. Von daher jetzt nicht ganz so schlimm. Oh, hier ist noch ein... Oh ne, so kleiner Geräteschuppen ist das gar nicht. Das sah jetzt gerade kleiner aus, als er wirklich ist. Boah, vorbeigekämpft. Ach, anscheinend die ehemalige Garage. Aber leer. Hier sind anscheinend die Stallungen für die ganzen Schweine. Wie ich ja schon gesagt habe, hatte der Hof ja sogar eine eigene Schlachtung. Also war sozusagen so ein kleiner Schlachthof, kann man sagen. Hier sieht man jetzt die ganzen Boxen für die Schweine. Hier haben wir diese Futtertränken. Ich glaube, das war ja auch so, wenn die mit dem den Nasen da drauf gestupst haben, dann kam, glaube ich, Futter oder Wasser, je nachdem, was man gerade da hatte, raus. Ich meine, so hätte ich das schon mal gesehen. Er scheint doch schon relativ lange verlassen zu sein, so wie es aussieht. Gucken, ob wir noch Indizien finden. Hier oberhalb der Stallung haben wir noch so ein, ja, ist das eine alte Mahlmaschine, wahrscheinlich zum Mahlen von Futter oder Korn. Hier drüber alten Heuboden, würde ich sagen. Da wollten wir gerade bei der Stallung in den Keller gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es da unten seht. Da ist alles voller Schlamm. Der ist noch voll mit Wasser gelaufen. Das lassen wir lieber. Keine Gummistiefel dabei. Ui. Hier befinden wir uns jetzt in der Schlachtanlage. Wie ich schon vermutet habe, recht klein, aber heftig. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Lass mir das gleich mal näher angucken. Hier haben wir, hier steht ein Wagen, wahrscheinlich die Tierkörper zu transportieren. Hier oben, wie man es so kennt, sind diese Haken. Hinten hängen noch welche, wo die dann aufgehangen wurden. Und hier haben wir jetzt eine Maschine. Also ich bin mir wirklich nicht so sicher, wie ich es nennen soll, aber ich glaube, die wurden hier geschreddert. Boah. Vorstellung ist jetzt nicht so schön. Ich sag mal, ich habe jetzt nichts gegen schöne Schnitzel, aber wenn man sowas sieht, es ist schon echt heftig, muss ich schon sagen. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr das so findet. Ich glaube, hier liegt sogar noch so ein alter Fleischerkittel. Total eingemodert. Wie dieses obere Förder. Und hier weiter zum nächsten Raum. Hier ist anscheinend die alte Waage. Das Gewicht des Fleisches. Hier sind dann noch ein bisschen Technik über. Eine ganz alte Waage ist das. Ja, und hier wurden die Stücke anscheinend zerteilt. Das ist alles diese Rost, nach Rost aussehenden Flecken, ist wahrscheinlich das, was man vermutet. Hier scheint auch nochmal so eine Art großer Fleischwolf zu sein. Ich habe sowas noch nicht gesehen, ich kenne mich damit wirklich überhaupt nicht aus. Aber ich würde das jetzt als Fleischwolf interpretieren. Ich bin nicht der Kenner, wie sowas gemacht wird. Ich bin eher der Esser, wie man sieht.
Aber sowas mal so wirklich zu sehen, ist echt mal was anderes. Kannte ich so jetzt auch noch nicht. Ich kenne es auch nur aus Dokumentation und alles Mögliche. Das ist ja wirklich hier in kleinem Rahmen gehalten. War schon heftig, aber interessant. Was hier steht, es könnte eine alte Kreissäge sein, also ein Kreissägetisch sein, wo vielleicht die Fleischstücke noch drauf zerschnitten wurden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Und jetzt befindet sich da drauf eine richtig, richtig alte Schreibmaschine. Jetzt schon Rost angesetzt. Olympia Monika. Boah, die muss echt schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Hier haben wir noch ein Versicherungskündigungsschreiben für den Herrn, den das mal gehört hat hier anscheinend. Aber das Kündigungsschreiben ist von 79. Zum 01.01.1980 hat derjenige die Versicherung gekündigt. Okay, na gut, so lange wird das noch nicht verlassen sein hier. An sich macht dieses Zimmer hier eigentlich den Eindruck eines Büros. In diesem Tresen hier. Hier ist sogar so eine Kühleinrichtung, wie man es so kennt, aus Kneipen, wo vielleicht Torten oder so drin stehen könnten. Und hier haben wir direkt ein Bett. Ein ganz altes, mit Nachtlicht. Eine eingepackte, aber trotzdem alledem vergammelte Matratze. Warum, will ich jetzt gar nicht unbedingt wissen. Ja, und hier, ich kann jetzt nicht so nah an die Straße gehen. Was sieht aus wie ein maler Wohnzimmerschrank. Kleinen Sessel. Eine merkwürdige Zusammenstellung, muss ich sagen. Milchpackungen hier am Boden sind auf jeden Fall Ablaufdatum 2008. Das würde schon eher hinkommen. Jetzt mal von der ganz alten Bauweise dieses Hauses absehen. Hier sehen wir die ganze Dämmung mit Stroh. Kommt noch dazu, dass diese Möbel hier schon richtig in sich zusammengefallen sind durch den ganzen Schimmel. Auch richtig alt sind. Guckt euch mal diesen alten Ofen an, diesen alten Herd da hinten. Der wurde noch mit Holzkohle bzw. Holz befeuert. Das ist krass. So alte Sachen sieht man auch nicht alle Tage. Was hier so leicht anmutet, wie das Wartezimmer einer Klinik oder eines Tierarztes oder sowas. Hier steht auch noch ein alter Tisch, wo eine Todesanzeige von 99 drauf liegt. Ich mache euch das jetzt nicht zu nah dran, sonst müsst ihr es auch eh pixeln. Ich schätze, es wird mal vielleicht der Verkaufsraum gewesen sein, dass hier die Leute warten konnten und sie das Fleisch hier, was sie bestellt haben, direkt abholen konnten. Wäre vorstellbar. Und hier war wahrscheinlich das tatsächliche ehemalige Wohnzimmer. Leider nicht mehr viel an Einrichtung drin, aber richtig tolle, urige Lampe. Und die Fenster alle, boah. Durch diese Spinnenweben an, das ist ja der absolute Wahnsinn. Diese Fenster wurden schon echt ewig nicht geöffnet. Schade, dass hier im Wohnzimmer an sich nicht mehr viel Einrichtung ist, außer dieser Einbauschrank. Aber bis jetzt finde ich diese Location trotzdem sehr interessant, muss ich sagen. Ich befinde mich jetzt im oberen Stockwerk. Hier ist noch ein Bad. Viel Zeigenswertes drin. Genauso wie diesen Raum, abgesehen von diesem noch recht gut eingerichteten Schrank. Ich sag mal, das meiste liegt draußen, als ob das mal zusammengeräumt werden sollte. Aber es nie jemand mehr gemacht hat. Das ist immer merkwürdig. Ich kann euch hier oben leider nicht jeden Raum zeigen, weil der Boden vom Flur mir absolut nicht mehr geheuer ist. Der biegt sich. Aber diesen schicken alten Schrank, den wollte ich euch noch zeigen. Boah, ist der alt. Sieht schön verziert. Also das
finde ich echt noch richtig, richtig schön. Und hier hängt total auf Halbmast noch diese alte Lampe. In dem letzten Raum von oben, den ich mit euch machen kann, war anscheinend mal ein Ausgang nach draußen. So eine kleine Dachterrasse, würde ich das mal sagen. Scheint wie so eine Art Ofen zu stehen. Du hast wie so einen Steinofen, irgendwie so einen Pizzaofen. Ich habe noch nicht gesehen, dass wo mal sowas war. Ja, und hier scheint eine Art Werkstattbereich gewesen zu sein. Für ein paar Reparaturen und so weiter. Hier ist so eine uralte Kreissäge. Die hat wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und hier noch ganz, ganz viele. Hier ist erstmal nur eins. Einmachgläser. Aber hier kommt der Rest. Scheint fast alles dasselbe gewesen zu sein. Könnten Kirschen sein, die einfach ihre Farbe verloren haben im Laufe der Zeit. So wie das hier. Boah. Das ist alles schon so lange eingelegt. Das sieht echt schon nicht mehr schön aus. Was noch auch wenig mehr viel Einrichtung vorhanden ist. So ein paar Details. Die lassen das Haus, auch Jahre nachdem es nicht mehr bewohnt ist, immer noch sprechen. Wie beispielsweise selbstgebastelten Blumen hier an den Fensterscheiben. Oder die selbstgemachte, ist das nur Weihnachtsdeko? Ja, ich glaube hauptsächlich Weihnachtsdeko. Schweine auch? Schweine. Jo, Weihnachtsmann und Schweine sind da auch noch. Haben anscheinend mal irgendeinen Enkel oder vielleicht das eigene Kind gehabt, was sowas Schönes mal gebastelt hat. So, hiermit würden wir dieses kleine, aber trotzdem feine, finde ich, Video beenden. Das war mal eine etwas andere Location, hatten wir so noch nicht. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ihr das auch so seht, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und wir freuen uns auch über jeden Kommentar. Also, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.